Anton Paar fertigt Präzisionsmessgeräte sowohl für den Laboreinsatz als auch für die Inprozessmesstechnik, für die Getränkeindustrie, Brauereien, aber auch für die Erdölindustrie und viele andere Bereiche. Der ursprüngliche Firmenstandort war in der Innenstadt, in der Nähe der Universität Graz. Und in der Nachkriegszeit ist der Platz dazu eng geworden und die Firma ist hier an den jetzigen Standort gesiedelt. Wir sind bestrebt, dass die Zeiten, in denen die Maschinen laufen, ausgeweitet werden können, auch in die Nachtschicht und in die Wochenendschicht. Und wollten Automatisierung deswegen auch einrichten, um diese Erweiterung umsetzen zu können, ohne weiteres Personal aufstocken zu müssen. Viele wiederkehrende Teile, Serien von 3 bis 10 Stück und Prototypen und mittelgroße Serien mit bis zu 1000 Stück pro Auftrag. Das größte Problem für uns bei der Automatisierung ist unsere Teilevielfalt mit den kleinen Stückzahlen. Automatisierung ist herkömmlich immer bei großen Stückzahlen und das funktioniert bei uns in dem Sinne nicht. Den Kontakt mit dem Celero Accelerate hatten wir über die Firma Steindl Fertigungstechnik. Das ist ein Lieferant von Maschinen, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten. Und er hat uns den Celero Accelerate auf der Hausmesse vorgestellt. Als wir den Celero das erste Mal gesehen haben und das System mit den Schubladen kennengelernt haben, haben wir darin sehr viel Potenzial gesehen, unsere Kleinserien sinnvoll automatisieren zu können. Wir haben im Augenblick 4 Anlagen von Celero im Einsatz. 3 sind bei Drehmaschinen angeschlossen und eine ist bei einer 5-Achs-Fräsmaschine angeschlossen. Die Celero-Systeme sind so flexibel, dass für uns im Prinzip kein Unterschied besteht, ob jetzt eine Drehmaschine damit bestückt wird oder eine Fräsmaschine damit bestückt wird. Als wir den ersten Accelerate installiert haben, waren wir sehr positiv überrascht davon, wie einfach es zu bedienen ist. Auch das Rohteil-Handling, zu lernen mit dem Accelerate umzugehen, war sehr einfach. Der geringe Platzbedarf war für uns auch ein Vorteil, dadurch, dass unsere Produktion schon relativ stark besetzt ist und größere Systeme darin keinen Platz gefunden hätten. Die Celero-Systeme funktionieren bei uns sehr gut, vor allem weil sie durch die 4 Schubladen, die sie haben, eine größere Anzahl von verschiedenen Teilen gleichzeitig beschickt werden können und durch die Möglichkeit, dass auch die Bandvorrichtungen durch den Roboter in der Maschine gerüstet werden können, können äußerst unterschiedliche Teile in einer Schicht gefertigt werden. Die Flexibilität des Roboters ist vor allem bei Prototypen ein sehr großer Vorteil. Das heißt, selbst wenn ich nur eine kleine Stückzahl habe, geht es sehr schnell, die Werkstücke einzustellen oder wieder in der Nacht eine Großserie zu starten. Je nach zu fertigenden Bauteilen ist es möglich, am Wochenende 12 bis 24 Stunden mannlos zu fahren. Und in der Nacht können wir die Zeit von 1 bis 6 Uhr mit dem Roboter überbrücken, wo keine Mitarbeiter in der Halle sich aufhalten. Durch die Roboter, vor allem für die mannlosen Schichten, gibt es auch gewisse Anforderungen an die Arbeitsvorbereitung. Es werden inzwischen größere Losgrößen gefertigt, es werden Lose zusammengefasst und es werden Teile, die ähnliche Geometrien haben, zusammengefasst für die Fertigung. Nicht jede Anwendung, nicht jedes Bauteil lässt sich automatisieren. Und bei größeren Stückzahlen sind auch andere Anlagen interessant. Aber wenn die Stückzahlen in der richtigen Größenordnung liegen und die Vielfalt der Teile passend ist, dann kommt man mit dem Celero-System am weitesten.